Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback Carbuild hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ihr habt wieder abgestimmt, welches Fahrzeug als nächstes drankommen soll und habt euch für den BMW M4 GTS entschieden. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir mit dieser Heckschleuder so anstellen können. Wobei Heckschleuder ist eigentlich das falsche Wort, weil wenn man Heckschleuder sagt, dann geht man ja eigentlich immer davon aus, dass das Fahrzeug nonstop mit dem Arsch kommt und eigentlich gar nicht groß zu kontrollieren ist. Dabei muss man ja sagen, der GTS ist ja eine absolute Präzisionsmaschine. Ob er das allerdings hier auch im Spiel ist, gerade bei Need for Speed, wo sowieso alles eigentlich sehr thrifty ist, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir gucken uns mal die Seriendaten des M4 GTS hier im Spiel an. 494 PS haben wir hier drin. Ich glaube aber, der hat sogar 500 PS, wenn ich mich nicht täusche. Aber ist auch egal, sind hier circa 500, also dem her passt das schon ungefähr. Topspeed 306 km/h, von 0 auf 100 beschleunigt dieses Fahrzeug in 3,6 Sekunden. Und die Viertelmeile schafft es in 11,63 Sekunden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Und ich würde sagen, die Ansage alleine auf dem Blatt Papier reicht mir nicht. Ich möchte natürlich auch wissen, wie sich das Ganze jetzt hier auf den Straßen so anhört und wie sich so fährt hier. Ja, okay, Klang ist jetzt... Er klingt schon so ein bisschen schon nach so einem M4, aber halt total leise. Aber das Thema hatte ich ja schon im letzten Carbuild, dass die Fahrzeuge hier generell ein bisschen leise rüberkommen, leider. Ansonsten, ja, thrifty ist er. Das war klar. Aber er geht eigentlich gut um die Ecken. Also gerade das macht er schon richtig gut. Durchzug fehlt ihm so ein bisschen, also so vom Gefühl her, wenn man das halt vergleicht zu den anderen Boliden, die wir schon hatten. Aber da werden wir ja heute noch ein bisschen was dran ändern, denn im Carbuild werden wir natürlich auch Leistungstuning machen. Nicht nur Optik. Aber ich würde auch mal sagen, wir gehen mal zurück und beginnen einfach auch dann mal mit dem Tuning. Ich glaube, mit der Serienfahrt reicht es erstmal. Geiles Fahrzeug auf jeden Fall, also auch im Real Life auf jeden Fall. Der M4 GTS ist schon brachial, aber auch der normale M4 ist natürlich eine absolute Ansage. Gut, dann porten wir uns mal direkt wieder zurück. Und gleich auch als kleiner Hinweis am Anfang dieser Folge, falls du auch für ein Fahrzeug abstimmen möchtest, dann schau mal in die Videobeschreibung, da gibt es ein Formular. Darüber kann man dann entsprechend je nach Klasse, ja, ob jetzt Racer, Drifter etc. pp., entsprechend dort für ein Fahrzeug abstimmen. Sollte das Fahrzeug nicht in der Liste sein, dann gibt es entweder das Fahrzeug nicht entsprechend für diese Klasse oder aber es kam schon dran oder es kommt demnächst dran. Ja, das muss man auch schon mal sagen, denn ein Fahrzeug tatsächlich in einer Klasse, sage ich jetzt einfach mal, fehlt schon, weil das kommt dann schon in der nächsten Folge dran. Das ist jetzt schon quasi safe. Ja? Egal. Wir fangen an, würde ich sagen, Optik-Tuning. Gucken wir mal, was wir denn so machen können. Klar, wir können die Fenster wieder tönen, das machen wir dann wahrscheinlich am Ende. Ansonsten Motorhaube, da haben wir von Varis, haben wir da was, quasi, ja, eine Carbonhaube. Und dann haben wir noch einmal von Duke Dynamics eine entsprechende Haube, die auch ein bisschen mehr Öffnung zu bieten hat als dann doch die Serie des M4 GTS. Dann am Grill können wir die Nieren zu den Serien-Nieren machen, wenn man so möchte. Wir haben ja quasi die M-Performance-Parts schon dran. Beim GTS, die könnten wir jetzt quasi hier wieder wegmachen, wenn man möchte. Dann Frontstoßfänger, da könnte man Liberty Walk dran machen, natürlich. Oder auch von Duke Dynamics gibt es ebenfalls ein Kit. Ich muss sagen, auf den ersten Blick ist das Duke Dynamics auch sehr, sehr seriennah, aber ich finde es ein bisschen aggressiver. Man sieht es vor allem in den linken und rechten Luftöffnungen, sieht man einen großen Unterschied und insgesamt wirkt es ein bisschen aggressiver einfach. Aber ja, gucken wir mal weiter. Von den Slippen haben wir auch, von Need for Speed, also keine Lippe. Varis hat auch eine im Petto, die sieht auch nicht so schlecht aus, muss ich sagen. BMW hat auch nochmal eine. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zu der? Okay, da ist halt der orange Part ein bisschen größer. Dann haben wir Need for Speed nochmal verschiedene. Duke Dynamics hat auch eine. Okay, die ist auch nicht schlecht. Die greift so ein bisschen die Grundform nochmal auf. Dann haben wir noch Liberty Walk und dann nochmal von Need for Speed die verschiedenen. Dann haben wir noch Frontleitbleche von Varis, eine extrem krasse Sache. Gucken wir das mal kurz an hier. Okay, die sehen ja richtig böse aus. Alles klar, kann man ja mal machen.
Oder von Need for Speed, da oben gibt es noch. Scheinwerfer können wir auch mal gucken, aber ich denke mal, das werden einfach die verschiedenen Farben wieder sein. Jawohl, so ist es. Nicht schlecht. Dann Kotflügel, da gibt es die M-Performance Parts, wobei das einfach, glaube ich, nur die Streifen sind. Aber eigentlich auch nicht schlecht, wenn man so ein Design machen will. Da hinten steht auch M-Performance dann mit drauf. Ich finde, die M-Farben finde ich ja schon geil, aber allerdings sticht sich das jetzt halt mit dem orangen Look, was halt der M4 GTS hat. Da müsste man auf jeden Fall das alles ändern, aber man könnte auf jeden Fall schon coole M-Performance-Optik machen. Dann von Varus gibt es noch Verbreiterung. Okay, die sieht auch, die sieht ja böse aus. Die sieht richtig böse aus. Liberty War gibt es noch, klar, kennen wir auch. Angeniedete Verbreiterung und Duke Dynamics hat auch eine ganz dezente Verbreiterung. Also ist, ja, ein bisschen mehr als die Serie. Aber wenn überhaupt mehr als die Serie. Ja, ganz, ganz minimal mehr. Also ganz, ganz minimal. Da muss man schon genau hinschauen. Außenspiegel gibt es auch M-Performance-Parts. Quasi Carbon. Wobei, da fehlt doch was, oder? Oder sind die wirklich so an der Scheibe? Nee, da fehlt, das schwebt doch, oder? Ich glaube, da ist ein Fehler. Schaut euch das mal an. Mann, Ghost Games, das darf doch nicht passieren. Also das ist mir jetzt, oder das ist jetzt neu bei BMW, schwebende Außenspiegel. Schaut es euch mal an. Normalerweise sollte das ja die Version sein, ja, nur halt in Carbon-Optik. Allerdings, ja, fehlt der untere Part, wo das festgemacht wird. Oh Mann, das ist aber, ja, schwebende Außenspiegel, genau. Und dann gibt es halt auch die hier. Ja, die wären schon geil, aber... Okay, ich sag nichts dazu. Oder vielleicht muss man das in Verbindung mit denen hier, dem hier machen und dann, ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja, Seilschwelle gibt es auch nochmal, die Performance Parts, also quasi die Lippe mit so einer Carbonlippe durchzogen. Varus hat auch nochmal eine, die, okay, richtig krass hier hoch geht. Also die Varus-Teile sind bis jetzt so richtig in die Fresse, ja. Also im positiven Sinne. Dann, klar, Liberty War haben wir noch. Und Duke Dynamics haben wir auch nochmal eine Seitenschweller. Sieht auch nicht schlecht aus. Dann Heckrotflügel, da bin ich gespannt. Varus auch wieder so richtig böse breit, auf jeden Fall. Sieht schon nicht schlecht aus, Liberty Walk, okay. Das sieht tatsächlich Liberty Walk mal klein und süß dagegen aus, muss ich sagen. Und Duke Dynamics auch eine einfache Verbreiterung einfach hier dran. Zwei Nieten sind sichtbar. Okay, interessant. Dann Heckleuchten. Da haben wir noch zwei zur Auswahl. Einmal die Leuchten vom M4 GTS und einmal, ja, vom normalen M4 ist das einfach. Genau, also da hat man die Auswahl, das ist schon ähnlich, so wie bei der A-Klasse, konnte man ja auch zwischen Facelift und nicht Facelift wählen, wobei das jetzt ja nichts mit Facelift zu tun hat. Dann haben wir tatsächlich mal Heckleitbleche, da haben wir auch von Duke Dynamics hier welche, dann haben wir Varus, die haben so diese auch rausstehenden. Dann Alchemist hat, ja, die also einfach so unten dran gepappt, das ist so das, was man beim Diffusor auch manchmal hat. Und Liberty Walk, genau, sind diese verlängerten. Das hat man auch schon beim ganz normalen Liberty Walk Kit beim normalen M4 schon gesehen. Denn ich glaube, beim M4 GTS ist ein anderes Liberty Walk Kit. Ich glaube, das werden wir jetzt nämlich gleich im Heckbereich sehen. Hier haben wir noch einmal, ich glaube, wir haben schon die M-Performance Parts dran. Also es ist schon Carbon-Optik und hier ist es, oh Gott, ich erkenne es nicht mal. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Ah ne, hier haben wir, der Diffusor ist anders. Okay, ich habe nichts gesagt. Im Heckschlossfänger ändert sich der Diffusor. Okay, dann Liberty Walk, genau, das ist so dieses Runde. Das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Das fand ich, also da finde ich Liberty Walk beim normalen M4 besser. Oder zumindest mal die Variante von dem Liberty Walk gefällt mir nicht. Ja, und dann haben wir noch Duke Dynamics, das ist ein bisschen auch eine andere Optik. Ja, ist nicht schlecht, wobei die Serie auch nicht schlecht ist. Egal, Diffusor haben wir auch, Varus zur Auswahl. Okay, das sieht auch nicht so schlecht aus. Need for Speed gibt es da auch nochmal zwei verschiedene. Ups, sieht man nicht richtig. Die zwei verschiedene. Okay, dann haben wir noch Kofferraumdeckel. Können wir das hier so ein bisschen erhöhen. Und Spoiler haben wir von Raris wieder so eine totale Hau-in-die-Fresse-Variante. Liberty Walk ist einfach nur ein Entenbürzel dran geschraubt. Und Duke Dynamics ein Carbon-Entenbürzel. Den finde ich sogar relativ geil, muss ich sagen. Also, ich meine... Klar, Heckflügel hier und da, aber ich muss sagen, so beim M4 muss es nicht unbedingt so ein riesen Frittentäge sein. Also finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, auf den ersten Blick. Ja, und sonst haben wir, glaube ich, alles, oder? Da, das ist alle. Achso, Auspuff natürlich noch. Liberty War gibt's. Okay, die sind nicht schlecht, muss ich sagen. Die sind eigentlich wie die Serie, nur halt mit dieser Titan-Optik. Duke Dynamics auch sehr ähnlich zu der Serie. Und dann haben wir diese Need for Speed-Dinger. Okay, das sind halt wieder die dicken Endrohre. Sind halt auch immer geil, muss ich sagen. Haben halt auch immer irgendwas für sich. Okay,
Ja, dann würde ich sagen, ran an den Speck und dann fangen wir mal an. Also im Prinzip, ich möchte dir in den Kabels natürlich auch mal die verschiedenen Varianten zeigen. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal jetzt einfach eine... Machen wir mal eine Duke Dynamics Optik. Komplett einfach mal. So, zack. Spoilerlippe. Gucken wir auch gerade mal. Duke Dynamics. Sie sieht nämlich so nicht schlecht aus. Das war, glaube ich, eine Varys. Genau, das lassen wir dann mal weg. Würde aber gehen tatsächlich, weil es so oben drüber liegt. Aber ist, glaube ich, ein bisschen zu breit, ne? So, ja, das geht nur mit Verbreitung. Ist halt wie so eine Rasierklinge da oben drauf. Okay, ja, dann hier haben wir auch eine Duke Dynamics verbreitet. Ist halt, das sagen wir mal so, das Duke Dynamics ist halt so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen? Ich würde es gern drauf machen, das Carbon, aber nein, es lässt es nicht. Es ist halt so ein bisschen noch, sagen wir mal, so leicht verbessert, sage ich jetzt mal, ne? Es ist nicht so komplett übertrieben. Okay, beim Heck ist schon ein bisschen übertriebener, aber sonst ist es eigentlich so okay, sag ich jetzt einfach mal. Heckstoßfänger, da gibt es doch auch von Duke Dynamics, genau, die hier. Und dann machen wir hier auch mal, wo ist denn das jetzt? Ah doch, da, ja, Duke Dynamics, genau. Heck haben wir schon, Diffusor, gibt es kein Duke Dynamics. Wobei, das könnten wir eigentlich dran machen, oder? Haben wir ja alles. Ja, dann können wir hier einen Varys noch dazu machen einfach. Machen wir jetzt einmal mal. Und dann auch zum Beispiel einen Duke Dynamics. Dann könnten wir jetzt halt noch die Räder und so ändern, das ist klar. Aber legen wir das Ganze einfach schon mal tief, dann sieht das Ganze auch schon mal anders aus. Und jetzt Wagen anstehen. Also ich muss sagen, das sieht schon böse aus. Also mir gefällt diese Duke Dynamics Optik, gefällt mir schon richtig gut. Das ist halt einfach nochmal ein bisschen aggressiver als die Serie, ja, aber es ist nicht komplett von, also komplett fernab, ja. Gefällt mir gut. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir echt sehr gut. Vielleicht wird es auch das am Ende sein. Jetzt machen wir aber noch Optik-Tuning entfernen. Und dann machen wir jetzt mal noch eine, so ein bisschen mehr mit Varys-Teil noch vielleicht. Wobei das, glaube ich, nicht, also hier gibt es ja keine Varys-Optik vorne. Das ist ja... Das ist ja eigentlich nur die Seitenparts, aber die können wir ja auch mal machen einfach. Wir können jetzt mal alles, was Varys ist und alles, was nicht gibt von Varys, lassen wir weg. So, machen wir jetzt Varys, das lassen wir alles Serie. Da das auch, das macht es nämlich über das, also lässt die Serienfront. Das machen wir so. Dann hier auch. Das ist halt so eine richtige Hau-in-die-Fresse-Variante. Hier haben wir nichts von Varys. Da machen wir dann nur den Diffusor. Hier was von Varys? Nö, gibt's nicht. Dann machen wir einfach jetzt hier die großen Endrohre hin. So. Eckleuchten lassen wir. Und Kofferraumdeckel. Ah, das wäre auch Duke Dynamics gewesen. Okay, das ist auch interessant. Das habe ich. Ist aber auch egal. Dann nehmen wir auch den Varys mal hier. So. Oder heißt es Varys? Ich weiß nicht. Tut mir leid, falls ich es falsch sage. Aber ich sage einfach immer Varys. So. Dann haben wir das so hier dran. Ich glaube, dann haben wir alles, was Varys ist und alles, was nicht ist, haben wir weggelassen. So, dann gehen wir auch zurück, legen das Ding auch nochmal tiefer. Und dann muss ich sagen, Leute, das sieht auch richtig geil aus. Jetzt mal ohne Flachs. Der gefällt mir auch richtig gut. Sieht auch richtig badass aus. Hammer. Also ich glaube, den M4 kann man ja fast schon nicht hässlich aufbauen. Okay, manch einer sagt jetzt, die geht gar nicht. Klar, Geschmackssache. Aber ich finde jetzt, beide Kits haben was. Gefallen mir beide irgendwie, muss ich sagen. Ja, schon geil. Ja, gehen verloren, ist egal. Wir setzen das nochmal zurück und dann machen wir mal alle Teile zurücksetzen. Ja, vielleicht auch mal eine Rundumfrage einfach so an dich. Wie findest du das eigentlich, dass ich immer so versuche, alle Kits mal so ein bisschen im Vorfeld erstmal so ein bisschen zu zeigen? Oder ja, oder sagst du halt, oh, nee, entscheide ich dir direkt für was? Oder so. Also ich möchte halt dir einfach auch die Möglichkeit geben, auch so ein bisschen was davon zu zeigen. So, jetzt machen wir mal Liberty Walk. Ich sage, die Liberty Walk Front, die neue, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Die ist eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Hat schon was. Egal, jetzt gucken wir mal weiter. Hier machen wir auch mal Liberty Walk. Und hier auch Liberty Walk. Dann die Verlängerung hier. Heckstoß. Ja, das ist jetzt halt, gefällt mir jetzt leider nicht so, muss ich wirklich sagen. Okay, da könnte man jetzt so dran machen. Machen wir jetzt mal nicht. Okay, die Endrohre werden auf einmal richtig riesig. Guck mal. Die Liberty Walk-Dinger sind eine richtige Galoschis hier. Okay. Dann hier. Das ist einfach der Bürzel hier.
Ja, und ich glaube, dann haben wir das. Das wäre jetzt Liberty Walk. Ja, also wie gesagt, Liberty Walk ist nicht schlecht. Also vorne ist er ganz cool eigentlich. Seite geht auch klar, aber hinten, ja, weiß nicht. Geschmackssache. Das ist, glaube ich, wirklich Geschmackssache. Ich finde das Runde, dieses mega geschwungene, dieser mega geschwungene Diffusor, das passt irgendwie nicht so zum M4. Aber ja, wie jeder, ein bisschen Geschmackssache. Ansonsten vorne oder gerade so von die vordere Seitenansicht sieht schon böse aus. Hat so ein bisschen was. So, wenn man mal guckt, dieser Abstand nach vorne von der Niere, vom Ding, hat so ein bisschen was vom alten M3 GTR, so ein bisschen, ne? Versteht ihr, was ich meine? So, dieses vorne weg, finde ich eigentlich, hat schon so ein bisschen was. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, wie gesagt, das sind so die Kids jetzt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt entscheide ich mich für was. Und ich muss sagen, ich mache so eine Mischung wahrscheinlich aus Duke Dynamics und Varis oder Varis. Muss aber sagen, ich glaube, ich lasse die Standardhaube erstmal. Gucken wir gleich mal noch, was die Lackierung hergibt. Grill lassen wir auf jeden Fall die. Und jetzt hier, die oder die? Lass mich mal die Liberty Walk probieren mit. Das sieht ein bisschen Panne hier aus, ne? Oder? Oder geht es? Wenn das liegt dann halt so drauf, ne? Aber würde eigentlich gehen. Also quasi Liberty Walk Front und Spoilerlippe. Okay, das geht hier so durch, ist ein bisschen komisch, ne? Also es geht schon, aber es würde gehen. Hätte auch was, die Duke Dynamics. Liberty Walk, klar, sowieso. Oh, ich glaube, die habe ich. Ah ne, die habe ich gemacht. Jetzt sind halt so richtig breite hier. Jetzt entweder die Liberty Walk Front. Ja, oder die hier. Es hätte schon so ein bisschen was, ne? So dieses, das so hoch steht. Ja, muss ich mir nochmal angucken. Oder Duke Dynamics, ganz andere Optik. Ist ja schon dran. Aber gut, dass die Dinger auch miteinander so ein bisschen kompatibel sind. Ja, Rares ist da auch eine Überlegung wert. Duke Dynamics finde ich eigentlich passt zu dem Kit ganz gut. Und das ist halt, ach, das ist brutal. Ja, und dann würde ich sagen, da machen wir mal die Varis-Ding dran. Also wenn, dann machen wir richtig brutal. Aber dann müssen wir vorne fast auch schon die Varis-Dinger dran machen, ja. So, sieht dann besser aus mit der Verbreiterung. Und dann könnte man die Leitbleche auch dran machen. Okay, das sieht böse aus. Okay, das schaut schon böse aus. Schaut mal richtig böse aus. Oder soll man sie weglassen? Das ist die Frage. Ne, ich mach sie mal dran. Können wir am Ende immer noch wegmachen. Ich lasse sie mal dran. Dann Seitenschweller, machen wir die auch dran. Und das da hinten auch. Also ich fand das halt einfach richtig böse. Richtig böse Verbreiterung. Ja, hinten dann wieder Duke. Heckleitbleche. Muss ich auch sagen, eher die Duke Dynamics. Verbindung, machen wir die so zusammen. Das geht ja. Ja, und Spoiler. Tatsächlich würde ich die Duke Dynamics nehmen. Ganz ehrlich. Ah, guck mal, da könnte man sie noch größer machen. Wenn man das macht, dann könnte man sie noch. Oh, das ist ja eine geile Kombi. Aber ist, glaube ich, dann ein bisschen zu viel, oder? Sieht das aus? Ne, ich lasse das mal so. So eine Lippe hier. Heckstoßhammer, Diffusor, machen wir den, auch den Varis dran, wie auch immer. Und dann würde ich mal sagen, da machen wir die Liberty Walk so. Doppelendrohre. Bei von den Heckleitblechen wäre vielleicht jetzt was besser, was ein bisschen tiefer runter geht, aber wären die jetzt besser? Einfach noch gucken, wie es ausschaut. Ja, nee, nee, komm, wir lassen es so, wie es war. Nein, Hilt. Oder soll man den Diffusor hier weglassen? Ne, komm, ich mal ihn dran. So. Leuchten Hammer, das haben wir. Dann haben wir eigentlich alles schon dran. Erstmal. Legen wir das Ganze tief, dann sieht es auch nochmal ganz bisschen ganz anders aus. Ah, das ist schon böse. Sehr böse.
Aber wie gesagt, da gibt es so viele Kombinationen. Alle würden irgendwie geil aussehen. Ist nur die Frage, ist es da hinten zu wenig? Also sollte man doch lieber einen Heckflügel drauf machen? Weil irgendwie ist da vorne halt mega bullig, mega Splitter und hinten fehlt was. Also es fehlt, im Gesamtbild fehlt was. Also an sich hätte ich mich für das entschieden, aber es fehlt halt doch was. Der ist mir zu viel. Also vielleicht dann doch wieder den einfach der Standard GTS-Flügel. Gerade mal angucken. Wobei, der ist zu klein. Der ist einfach zu süß. Ich glaube, wir müssen fast so einen riesen Oschi drauf machen. So blöd, wie es klingt. Aber der Varis, was auch immer, ist mir ein bisschen zu groß. Aber die sind auch so groß. Der ist ja fast noch am kleinsten. Dann machen wir den halt doch drauf. Auch wenn ich das nicht wollte eigentlich, aber... Oder? Oder ist es zu viel? Ah, schwierig. Das ist jetzt echt schwierig. So ein Zwischending zwischen dem da und der Serie fände ich ganz geil. Aber ja, ich habe ihn jetzt einfach mal drauf, okay? Müssen wir jetzt durch. Hat so ein bisschen ja was vom DTM-Heckflügel, ne? Weil er auch so von oben festgemacht wird und so weiter. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Kann man jetzt trotzdem noch hinten die Lippe erhöhen? Das würde mich mal interessieren, ob das geht. Tatsächlich. Sollen wir das dann machen? Gucken wir uns einfach mal an. Nee, es sieht komisch aus. Passt gar nicht. Nee, das ist leider so. Ja, dann haben wir das erstmal. Und bevor wir uns an die Felgen und so weiter dran gehen, würde ich sagen, gucken wir uns nach dem Design um. Das ist ja natürlich nochmal so eine andere Geschichte. Wir gucken mal in der Community, was es da so alles Schönes gibt. Okay, das ist halt so ein bisschen diese orange Optik wieder aufgenommen. Dann haben wir hier so schön mit den M-Farben. Das ist natürlich auch immer geil. Das ist so JP Performance Style. Auch nicht schlecht. Also finde ich ganz cool. Was haben wir hier noch? Okay, Night Runner. Okay. Ja, gibt schon ein paar coole Designs auf jeden Fall. Das sieht auch ganz cool erstmal aus. Also ich habe im Vorfeld schon mal geguckt, was für Designs gibt. Also das fand ich auch ganz cool irgendwo. Das Design. Weil es halt auch wieder die Farben so ein bisschen aufgreift. Vom Originalen. Aber ich habe dann schlussendlich mich doch für eins entschieden. Da muss man aber jetzt ein bisschen weiter nach rechts gehen. Hier haben wir auch noch so einen M-Farben. Ja, der alte M4, das alte M4-Design. Also JP Performance hat einen großen Einfluss hier auf das Spiel. Zumindest mal für die Leute, die Designs erstellen. Genau, dieses Design hier fand ich, ich glaube, das war das, oder? Genau, das fand ich richtig geil. Weil er halt so mit diesen matten und glänzenden Schwarztönen und dann halt so mit diesen anderen Tönen so ein bisschen arbeitet, fand ich relativ geil, muss ich sagen. Gefällt mir irgendwie. Also irgendwie hat's was. Und was mich allerdings ein bisschen gestört hat, sind tatsächlich sage ich jetzt mal Adidas-Streifen, wenn ich das so nennen darf. Aber ja, man könnte sie eigentlich theoretisch lassen. So schlimm sind sie nicht. Geben wir noch mal ein bisschen eine andere Note da drauf. Aber ansonsten finde ich es irgendwie geil. Hat irgendwie was. Wir lassen es jetzt erstmal so, beziehungsweise müssen kurz mal... Ups, nein, halt. Nein, was ist denn jetzt los? Hier. Da, das will ich haben. Wir müssen mal kurz das Ganze bearbeiten, denn da vorne, das Logitech da vorne, passt nicht so ganz. Deswegen Dicke löschen. Und dann machen wir sowieso auf einfach Fanatec hin, weil ich habe kein Logitech. Ich habe Logitech Hardware, aber nicht ein Logitech Lenkrad. Und dann müssen wir beim Lenkrad bleiben, ja. Also wenn dann machen wir das richtig. So, wo ist es denn? Oder wir können auch was ganz anderes einfach drauf klatschen. Das wäre auch möglich. Wäre auch eine Überlegung wert. Was gibt's denn? Oder was ist denn da drauf, was wir vielleicht noch nicht haben? Godzilla passt jetzt nicht so ganz da, aber ist ja auch egal. Was haben wir denn da noch so für Logos, die man jetzt drauf klatschen könnte? Was hier Sinn machen würde? So. Und das finde ich ja geil. Das war mal, pass mal auf. Wir machen ein bisschen Design. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Aber ich würde ganz gerne das hier löschen. Und, ups. Weil Drift passt immer. Auch wenn das jetzt kein Drift-Bild ist. Das ist ja scheißegal. Aber ein M4 kann immer quer.
Und deswegen passen wir das jetzt gerade mal kurz ein bisschen an hier. Würde ich schon sagen, dass wir das hier so draufklatschen können. Jetzt müssen wir nur kurz das Ganze am besten matt machen. Das können wir ruhig lassen, das Gelbe. Wobei, ich würde es ein bisschen kleiner machen. So vielleicht. Na, das sieht doch schon ganz geil aus, so. Ja. Wir machen mal weiter mit dem Design sonst und dann können wir die Sponsoren und so weiter noch anpassen. Änderung speichern, jawohl. Das sieht schon böse aus. Jetzt gucken wir ganz kurz mal mit der Motorhaube. Ja, ich finde die Serienhaube fast echt am geilsten. Ich brauche das Carbon nicht. Dann würde ich sagen, da machen wir auf jeden Fall mal so eine. Ach, die gelben, das sieht aber auch so geil aus. Mit Verbindung mit dieser matten Optik. Oh yeah. Jetzt müssen wir natürlich noch die Ding anpassen. Die Tönung mal ein bisschen richtig dunkel machen. So. Und jetzt müssen wir natürlich die Felgen noch. Das ist jetzt natürlich die Aufgabe. Felgen wechseln. Was haben wir denn da? Rotiform. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oh, auf dem M4 passen einfach so viele Felgen. Die würden auch schon passen, würde ich sagen. Die hätten schon was. Kann man die noch größer machen? Ich kaufe die mal ganz kurz. Nein, kann man nicht. Schade. Die noch einen Ticken größer, fände ich mega. Ja, warte mal. Ein bisschen weiter weg gucken. Die wären auch nicht schlecht. Das ist immer halt so eine Geschmacksfrage, wobei viele hier relativ geil aussehen. Die Standardfelgen. Ja, Borsten wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber die hätten auch was. Ich glaube, die SSR, die finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Aber vielleicht die anderen, die wir jetzt nicht gekauft haben. Also die haben wir jetzt ja gekauft. Und vergleichen die hier mit den da. Relativ ähnlich, ne? Doch, die können wir noch größer machen. Perfekt. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Das finde ich nämlich geil. Pass mal auf. Das sieht nachher richtig gut aus. Wart's mal ab, wenn ich das einfärbe. Und noch kurz gucken. Das sind die anderen hier? Und wir wollen jetzt aber die hier haben, ne? Waren das die? Ich weiß es gar nicht. Ne, das waren die gar nicht, oder? Oder doch? Ne, das waren ja andere hier. Ich bin verwirrt. Dann waren es doch die hier vorne. Die hier waren das, oder? Ja, das passt. Müssen wir jetzt kurz gucken. Können wir die noch größer machen? Jawohl. Perfekt. Oh yeah, das ist schon böse. Ja, dann müssen wir das jetzt mal einfärben. Und ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen Akzent hier. In den Felgen. Ja, grün, nein. Und zwar entweder so ein Syntokis-Blau fände ich ganz geil. Wenn ich das so ein bisschen mit reinbringen. Oder so eine Art Pink fände ich auch ganz geil. Wenn wir das so ein bisschen mit reinbringen würden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oder wir machen einfach beides. Das wäre natürlich auch eine Option. Das wäre natürlich auch eine Option. Pass mal auf, das mache ich jetzt. Material machen wir
Seitenmatt an Hinterfelge anbringen. Ich glaube, manche hauen mich jetzt dafür von euch, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ja, das wäre mir zu blau, das ist schon zu grün. Wir können sie aber anpassen. Wir können ja da noch. So. Und jetzt aber ganz kurz Material auch hier. Ja, ich finde es hat was. Aber gerade mal angucken. Ja, es ist halt vielleicht tauschen. Vorne das Pinke und hinten das Blaue. Wirkt es besser? Ich weiß es nicht. Oder doch nur eine Farbe? Gerade mal die sekundäre Farbe noch angucken. Die passt auf jeden Fall, so wie sie ist. So, das wäre jetzt alles pink. Das wäre halt auch cool. Ich glaube, das zweifarbige ist schon too much, glaube ich. Aber wir gucken uns jetzt, wir gucken uns jetzt trotzdem mal an, wie es ausschaut. So rum finde ich es fast besser, muss ich sagen. Also hinten blau, vorne pink, finde ich fast schon besser. Sollen wir das mal so lassen? Also ich glaube, auf eine Farbe einigen wäre fast besser. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt besser findet. Also quasi blau oder rot, also im Prinzip pink oder türkis. Oder so eine Mischung. Und wenn die Mischung, wie rum? Was vorne, was hinten? Würde mich mal interessieren. Ich tendiere aktuell eher, glaube ich, das tatsächlich mit pink zu machen. Beides. Aber ich lasse es jetzt mal verschiedenfarbig, oder? Oder nicht? Nee, komm. Ich mache mal beides pink. Aber ihr könnt ja trotzdem mal hinschreiben, was ihr meint. Oder? Ich gucke es mir mal an. Ja, das hat schon. Das hat schon was. Das hat schon was. Ja, doch, wir lassen es so. Gut, dann. Ups. Kommen die Bremszettel. Weiß ich jetzt halt nicht, welche da jetzt gut wirken. Das Gelb sticht halt extrem. Würde aber zu den Scheinwerfern wieder passen. Oder wir lassen einfach die Serie, die sind so ein bisschen dezenter, aber auch so gelblich. Ich glaube, ich lasse die Serie tatsächlich. Ich lasse das auch, die Scheiben lasse ich, die geschlitzten, das ist okay. Aber Reifen brauchen wir noch. Reifen brauchen wir auf jeden Fall noch. Da würde ich sagen, dann nehmen wir. Nehmen wir mal. Toyos, oder? Toyos gehen klar. Doch andere Felgen noch. Ah, es gibt schon viele geile Felgen irgendwie. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, ihr merkt das. Die hätten auch was. Oh, die hätten auch was. Oh, ich glaube, ich nehme die. Oh, Leute, es ist einfach, es tut mir so leid. Aber die haben irgendwie was. Kann auch nicht sagen, was, aber irgendwie haben die was. Ja, das ist halt, Autobauen ist halt manchmal ein bisschen schwierig. So. Nur was jetzt für eine Farbe? Ich glaube, ich finde das Pink besser. So, Pink. An allen. Und die sekundäre Farbe. Da machen wir jetzt so ein. Da machen wir jetzt das Blau. So, nein, machen wir nicht. Können jetzt auch das Pink machen. Oder so ein Rot.
Nee, es sieht furchtbar aus. Nee, wir nehmen hier so ein Grau. In einer Metallic-Optik. So. Oh ja, das gefällt mir. I like. Sind jetzt zwar auch noch nicht die perfekten Wunschfelgen, aber ich finde sie geil. So, komm. Außerdem haben wir schön breite Reifen dadurch jetzt. Weil die schön nach innen gepresst sind. Ja, ich würde sagen, so lassen wir das jetzt erstmal. Jetzt müssten wir noch die Sticker anpassen, ne? Da sind wir noch nicht so ganz, einig. Folie bearbeiten. Da müssten wir jetzt hier gucken. Das SSR passt ja nicht mehr. Wir fügen aber einfach mal hinzu. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir haben ja diese Ausmies. Mal gucken, ob wir die hier überhaupt finden. Ich weiß nicht, wo die hier sind. Ich würde einfach sagen, wir machen wieder einen kleinen, ganz, ganz kurzen, kurze Timelapse und dann passe ich einfach hier mal die Sticker ein bisschen an. Und dann, ja, bis gleich, würde ich einfach mal sagen. So, ja, ein bisschen die Sticker verändern und schon kann das Ganze schon ein bisschen besser aussehen. Ja, ich finde es eigentlich nicht schlecht so. Im Gesamtbild bin ich echt zufrieden. Ja, der Heckflügel, wie gesagt, ist nun, bin ich nicht so hundertprozentig eins, aber sonst passt es eigentlich schon ganz gut, wie ich finde. Das kann schon was. So, dann würde ich sagen, bei der Stance-Abstimmung machen wir noch vielleicht ein bisschen mehr Sturz. Bisschen hier mal gerade gucken, wie viel. Das ist schon zu viel. Eigentlich passt es sogar vorne schon, hinten vielleicht eher. Oh, wobei, mal einen Dick machen wir mehr. Ich bin ja nicht so der Stance-Fan, muss ich sagen. Aber so, ja, so ein bisschen kann man machen, würde ich sagen. Komm, so ein bisschen geht immer. Dann gucken wir mal. Luftfahrwerk kann man auf jeden Fall noch machen. Ja, Nitrofarbe ist das allgewohnte Problem, dass die Flammen ja nicht eingefärbt werden, sondern nur dieses Puff-Dings. Deswegen lasse ich die Farbe und Neon lasse ich mal weg. Wir können jetzt natürlich das rosa Neon machen. Wäre nicht schlecht wahrscheinlich. Ja, okay, würde schon geil aussehen irgendwie. Hätte schon irgendwie was. Aber ja, ihr seht, wie es ausschaut mit dem Neon. Aber ich finde es fast geiler und badassiger, wenn es eben nicht damit ist. Also so kommt es halt schon mehr dann rüber, wie wenn es ein M4 ist für eine Frau. Also nicht, dass ich das jetzt diskriminieren möchte. Aber ich bin nun mal keine Frau. Deswegen finde ich nur mit diesem einen Akzent finde ich es fast schon besser. Oh, das Mintgrün ist auch eine geile Farbe, ne? So, wenn man es im Hintergrund sieht.
Egal. Ja, wir lassen es mal so. Dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, alles. Und dann kommen wir mal zu den zum Leistungstuning. Ich habe wieder mal 18er Outlaw-Teile gefarmt und wir gucken mal, wie sich das Ganze jetzt so verändert. Von der Leistung her, von den knapp 500 PS, wie viele wir denn jetzt hier am Ende haben. Natürlich wieder nicht die perfekten Teile gefunden, aber immerhin alles 18er Teile und alle haben mindestens zwei Bonis. Und damit kommen wir am Ende auf 1043 PS, also mehr als verdoppelt. 377 km/h Topspeed, mehr geht auch nicht. Ich habe mal verschiedene Variationen ausprobiert, mehr geht nicht. 0 auf 100 in 1,93 Sekunden, wohlbemerkt beim Heckantrieb. Da würde tatsächlich noch unter 1,9 gehen, also 1,8 irgendwas. Würde tatsächlich noch gehen, auch auf die Viertelmeile mit 8,77 Sekunden, würde auch noch mal ein bisschen mehr gehen. Ansonsten, ja, Bremskraft, Bremsreaktion, da vielleicht noch eher wie Sprungdauer, Landung. Allerdings schlecht ist es definitiv nicht. Das heißt, da haben wir schon was richtig Böses hingestellt. Und ich würde sagen, jetzt geht's aber los in die Fahrt. Wir wollen ja wissen, was der M4 jetzt hier so taugt, den wir hier aufgebaut haben. Ich bin mal selber sehr gespannt. Und ja, der sieht schon böse aus. Boah, der sieht schon richtig böse aus. Richtig evil. Ich finde die Lackierung Hammer. Also Hut ab an den Designer, der es vorher gemacht hat. Ich habe es jetzt einfach nur noch mal ein bisschen angepasst. So, wir legen das Ding mal tief. Okay, es ist wirklich tief. Ich bin zwar kein so Freund, wenn, wie jetzt gerade auf der Hinterachse, wenn das Rad so extrem im Radkasten verschwindet, aber ist okay, würde ich sagen. Hammerhart. Okay, da kommt die Flamme. Alter, die Flamme. Guck mal, wie der jetzt abgeht, ne? Vorher habe ich noch gesagt, es ist ein bisschen einschläfernd, aber ja, gut, wir haben jetzt doppelte Leistung am Start. Ja, der Heckflug ist ein Tick zu groß, glaube ich. Das werden wahrscheinlich einige auch so sehen von euch. Aber ohne Heckflügel da war irgendwie... hat was gefehlt im Gesamtbild. Aber der geht schon gut nach vorne. Und jetzt müssen wir gleich nochmal das NOS zünden. Dann wissen wir, was geht. Flammen, ey. Hammerhart. Hier ist Ende. Das war nicht der Plan. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ein Rennen geht immer. Und dann gucken wir doch gerade mal, wo haben wir denn was Cooles? Wo haben wir ein cooles Rennen? Was wir da? Zeitrennen? Nee, was haben wir denn hier? Nee, was ist das? Nee, das ist ein Rundstreckenrennen. Könnte man zwar auch mal machen. Können wir das hier mal machen? Oder was ist das? Auch nochmal Zeitrennen? Zeitrennen, ja, ist ziemlich lang. Ne, komm, wir machen mal das da. Komm, wir machen das. Rude hin. Nur gerade mal gucken, ob hier irgendwo eine Tankstelle in der Nähe ist. Nee, ja, die hier halt. Dann porten wir uns da mal hin. Und dann machen wir noch ein kleines Rennen zum Abschluss. Und als kleiner Hinweis an dieser Stelle auch, aktuell läuft noch ein Gewinnspiel hier auf dem Kanal. Zumindest mal, wenn du die Folge noch vor dem 2.1.2018 schaust. Und zwar zu Need for Speed, da kann man ein Headset, Need for Speed Headset gewinnen, richtig hochwertiges Headset und ein T-Shirt von Asos. Und zwar genau das T-Shirt, was der Tyler Morgan hier auch hier gerade im M4 anhat. Kannst du gewinnen, also unbedingt mal reinschauen auf dem Kanal, ist alles zu finden. Ein Gewinnspiel, wie gesagt, bis zum 2.1.2018 ist es noch verfügbar. So, jetzt fahren wir aber erstmal zu der Location hier und dann schauen wir mal, wie wir hier klar gehen. Ja, vielleicht werde ich auch irgendwann nochmal einen anderen Heckflügel dran machen oder so. Mal gucken. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, was man machen kann für einen Heckflügel. Ob ihr doch sagt, ja, doch lieber den Serienflügel oder doch den Entenbürzel oder ein anderer Heckflügel. Aber, also so jetzt auf Dauer, muss ich sagen, ist er doch ein bisschen zu groß, tatsächlich. So, wenn ich ihn jetzt hier so überblick, ist er doch zu groß im Gesamtbild. Aber... das andere hat mich jetzt in der Garage so ein bisschen gestört. Naja, mal gucken. Vielleicht wird es doch wieder der Endbürzel. Mal gucken. Boah, das war ein bisschen zu wild. Boah, da heben wir gerade richtig ab. Gut, dass wir die Sprungfähigkeit doch ein bisschen dabei haben. Autsch. Ja, der geht schon gut ab. Also ich muss sagen, der M4 ist, als ich auch Teile für den gefarmt habe, also dass ich diese 18er Outlaw-Teile bekomme, muss ich sagen, der war schon ein Stück weit echt sehr tröge und sehr langsam. Aber
So, jetzt hier auf der höchsten Stufe geht er schon echt böse nach vorne. Und schaut halt einfach verdammt böse aus. Aber wie gesagt, da gibt es ja noch so viele andere Bodykits, die wir hier an den dran machen könnten. Also, ja, also Optik ist da echt so viel möglich und alles schaut irgendwie geil aus. Aber das muss ja nicht der letzte M4 sein, den wir aufgebaut haben, denn es gibt den ja auch noch für die Drifter-Klasse und so weiter und so fort. Also, ja, gucken wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Aber ich bin erstmal zufrieden damit und ich hoffe, ihr seid's auch. Und dann würde ich einfach sagen, an dieser Stelle, das soll es gewesen sein mit dieser Ausgabe Need for Speed Payback Carbuild. Ich hoffe, alle, die für den M4 abgestimmt haben, sind zufrieden. Ich bin raus an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.